Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch kurz ein paar Anregungen, wie man als österreichischer Schüler, Student oder Lehrer einer Bildungseinrichtung, unter anderem FHs, Unis und Schulen, legal zu Microsoft Software kommen kann. In den meisten Fällen ist es hier auch kostenfrei. Ein Vorschlag wäre Microsoft DreamSpark auf dreamspark.com. Ich kann hier auf Schüler und Studenten klicken und mir hier unten ein Konto erstellen. Ich kann nun hier dieses Webformular entsprechend ausfüllen. Was Sinn macht oder besser gesagt Pflichtfeld ist, eine E-Mail-Adresse von deiner Bildungseinrichtung zu verwenden. Da dann in einem weiteren Schritt schickt Microsoft eine E-Mail an deine Schul-, Uni- oder FH-Adresse, um zu verifizieren, dass du dort Schüler bist oder eben Lehrer in dem Fall. Dann klickt man auf den Link und hat sozusagen ein Jahr Zugriff auf sämtliche Software, die man bei DreamSpark bekommt. Ich habe mich jetzt hier mal mit meinem Account eingeloggt und sehe hier unter mein Konto sozusagen meinen Account-Status nach der Anmeldung und hier bereits verifiziert. Ich kann nun unter Softwarekatalog anschauen, welche Software ich mir direkt über DreamSpark runterladen kann. Hier sind verschiedene Programmiertools von Microsoft drinnen, wie das Visual Studio und auch einige andere ältere Versionen. Hier habe ich Zugriff auf sämtliche aktuellen Serverprodukte und Server 2012 R2 und andere und hier verschiedene Schulungsunterlagen. Schauen wir uns beispielsweise mal den aktuellen Server 2012 R2 an. Wir können hier verschiedene Sprachen auswählen und verschiedene Produktversionen auswählen. Kann das Ganze downloaden oder mir einen Lizenzschlüssel herunterladen. Falls hier im Softwarekatalog irgendein Programm nicht dabei ist, zum Beispiel Windows 8.1, die Client-Version für normale Rechner, kann ich unter Softwarekatalog hier auch gehen auf Prüfen Sie, ob mehr Software über Ihre Schule erhalten können. Sagt Prüfen Sie. Und komme jetzt hier unten hin auf Punkt 3 Mehr Software. Und gebe nun hier zum Beispiel meine Schule oder Bildungseinrichtung ein und sage FH Joanneum. Wähle jetzt nun das erste aus und sage Besuchen Sie den Webstore. Hier kommt nun noch eine Meldung, dass ich auf eine andere Webseite weitergeleitet werde. Und muss hier, bevor ich hier sozusagen eine Software kaufen kann, kaufen. Nur im technischen Sinne in den Warenkorb legen und dann bestellen, kostet aber nichts. Kann hier jetzt zum Beispiel sagen Einkauf starten, Betriebssysteme und Windows 8.1. So, das kann ich jetzt hier in den verschiedenen Sprachen und verschiedenen Bietigkeiten über DreamSpark kostenlos beziehen. Dieser Webstore gilt jetzt logischerweise nur für die FH Joanneum. Je nach Bildungseinrichtung gibt es da vielleicht andere Software. Kann das jetzt in den Warenkorb legen, muss mich dann hier anmelden und das downloaden. Beziehungsweise vorher muss ich mir ja hier einen Account anlegen selbst. Hier muss ich vom Systemadministrator zuerst einen Account beantragen und kann dann über einen Link, den ich zugeschickt bekomme, oder über dieses Feld hier mir mein Zugangskonto anlegen. Bitte nimm hierzu Kontakt mit dem Systemadministrator deiner Bildungseinrichtung auf, der kennt sich da aus. Ich habe mir jetzt nun von meinem Administrator hier die entsprechenden Account erstellen lassen, dann eine E-Mail bekommen mit einem Link und den weiteren Infos, mit denen ich mich hier anmelden kann. Ich kann mich jetzt hier schon
entsprechend eingeloggt und kann nun unter meinem Konto schauen. Kontodetails. Hier steht nicht viel Interessantes, aber unter Ihre Berechtigung sehe ich, dass ich Studierender bin und hier schon vom Administrator offenbar überprüft wurde und hoffentlich jetzt irgendwas downloaden kann. So, dann schauen wir mal zurück auf die Startseite. Einkauf starten. Betriebssysteme. Hier habe ich jetzt 8.1, 8, Windows 7 bis XP hinunter, alles Mögliche. Sage jetzt 8.1. Kann Deutsch oder Englisch auswählen. Verschiedene Language Packs. Und ein paar andere Sachen. So. Klicken wir mal hier rauf. So. Hier steht nur eine allgemeine Produktbeschreibung. Jetzt sagen wir mal, sind sie berechtigt? So, offenbar bin ich berechtigt und diese Produkte hier kann ich offenbar bestellen, habe ich noch nicht bestellt. Ich lege das jetzt einmal in den Warenkorb. Und sehe hier, das kostet mich nichts und bestelle das jetzt einmal. Jetzt muss ich hier so einen End-User License Agreement von DreamSpark zustimmen. Sage akzeptieren. Sehe hier noch einmal Gesamtsumme 0 Euro, meine Daten und Bestellung fortfahren. So, nun ist die Bestellung aufgegeben und hier unten würde ich jetzt schon meine Bestellung sehen, wo ich das Ganze downloaden kann und habe schon einen Produktkey, weshalb ich auch aus Datenschutzgründen und Sicherheitsgründen nicht alles hier in diesem Video zeigen kann. Klicken wir hier mal auf Download starten. Okay, hier kann ich jetzt offenbar, brauche ich einen eigenen Download Manager, um dann diese Datei hier runterzuladen. Das sollte es jetzt für Windows 8.1 gewesen sein. Noch eine Anmerkung, falls man als Student Microsoft Office kostenfrei beziehen möchte bzw. vergünstigt, hier wieder eine Anmerkung speziell zu Österreich. Es gibt ein sogenanntes Student Advantage Benefit bei Microsoft. Wenn hier die Hochschule Mitglied ist, dann kriegt man als Student das Ganze kostenfrei. Und so das ganze Office 365 Paket. Falls es das nicht gibt, gibt es die Möglichkeit, ein Vierjahresabo von Office 365 um 80 Euro zu erwerben. Oder eine Einzellizenz von Office 2013 um 139 Euro. Hier sind die entsprechenden Links auf dieser Seite. Die Seite ambassadorbase.de ist dann im Infotext bzw. der Beschreibung zu diesem Video ebenfalls verlinkt. Hier findet man auch eine Auflistung, wie es momentan ausschaut, ob die Universitäten in Österreich hier dabei sind. Als Beispiel jetzt für Graz, hier die Kunstuniversität ist momentan offenbar noch nicht dabei, die MedUni auch nicht. Ja, das kann man dann entsprechend durchschauen. Für Schüler gibt es nur noch eine Möglichkeit. Das ist jetzt wirklich nur hundertprozentig beschränkt auf Österreich. Unter edu-lizenz.at können sich Schüler und Lehrer von österreichischen Schulen hier vergünstigt ein Office 365 Professional Plus kaufen für 40 Euro für 5 Computer. Voraussetzung ist, dass die Schule hier sozusagen mitmacht und dabei ist. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, nach der Schule zu suchen.
und kann dann hier meine Schule auswählen. Hier kann der Administrator der Schule auch seine Schule gleich registrieren und bekannt geben. Das Ganze wird anschließend über PayPal abgerechnet. Hier läuft die Bestellung auch wieder so ab. Es wird an die Schuladresse eine E-Mail geschickt und dadurch verifiziert, ob man Schüler oder Lehrer der entsprechenden Schule ist. Dies ist die Standardvariante. Es gibt auch noch andere Varianten mit Vertrauensperson oder Schülerausweis als Anhang. Die Varianten behandle ich jetzt nicht weiter im Detail. Alle Links zu dem Video findest du anschließend in der Beschreibung des Videos. Ich hoffe, du hast eine Möglichkeit gefunden, wie du deine Software günstiger beziehen kannst. Tschüss und bis zum nächsten Video.